100 Jahre alte Reihenhäuser in Berlin unter Denkmalschutz. Siedlungen wie diese gibt es überall in Deutschland. Und hier kommen heute Energieberater der besonderen Art, ein früherer Abteilungsleiter des Umweltbundesamtes und ein Architekt, spezialisiert auf Niedrigenergiesanierung alter Häuser. Sie besichtigen vor allem die Heizkörper. Das ist charakteristisch. Ja. Das gibt es in Millionen Reihenhäusern, ja. Häusern immer wieder das Gleiche. Wenn die mit weniger als 60 Grad Wassertemperatur das Haus warm bekommen, muss man für den Einbau einer Wärmepumpe eigentlich gar nichts sanieren. Noch einfacher. Es ist immer die gleiche Frage bei solchen Gebäuden. Funktioniert da eine Wärmepumpe, ja oder nein? Fast immer ja. Wenn mal ein Heizkörper wirklich zu klein sein sollte und es wird in einem Raum nicht warm, tauscht man den aus für roundabout 500 Euro und dann ist die Sache auch gut. Das Wärmepumpenlabor am Fraunhofer Institut in Freiburg. Marek Miara hat mit seinem Team hier hunderte Wärmepumpen aller Größen und Anwendungsfälle durchgemessen. Ergebnisse der Teststände? Die Behauptung, man müsse Häuser für Wärmepumpen aufwendig sanieren, ist schlicht falsch. Es ist eindeutig zu sagen, dass eine Wärmepumpe keine Fußbodenheizung braucht, um vernünftig zu arbeiten, zu funktionieren. Grob geschätzt würde ich sagen, in 75% der Häuser in Deutschland kann man ohne großen Problemen eine Wärmepumpe installieren. Damit sind die Fakten eigentlich klar. Wärmepumpen funktionieren in den meisten bestehenden Häusern ohne größere Umbauten und klimafreundlich sind Wärmepumpen auf jeden Fall. Eine neue Gasheizung für unser Berliner Beispielhaus würde rund 10.000 Euro kosten. Nun liegen Angebote großer überregionaler Wärmepumpeninstallateure auf den Tisch, alle weit über 30.000 Euro. Die Hälfte davon würde der Staat als Förderung dazu zahlen, doch den Preis finden die Experten erschreckend hoch. Realistisch ist doch das, was rundherum passiert, in Niederlande, Frankreich, sonst wo für roundabout 15.000 Euro das montiert wird. Und ich denke, wenn wir in Deutschland noch 2.000 Euro draufliegen, haben wir die Wahrheit. Plus Minus reist nach Frankreich. In Lyon treffen wir einen Heizungsinstallateur. Er ersetzt seit Jahren Gasheizungen in alten Häusern durch Wärmepumpen. Dieses Haus ist ähnlich alt wie das in Berlin, hat den ersten Winter mit Wärmepumpe hinter sich. Und ihr Besitzer bereut den Wechsel nicht. Tatsächlich hatten wir einen alten Gaskessel. Und dann sahen wir, wie Gas teurer wurde. Es ist nun anderthalb Jahre her, seit Erik uns diese Wärmepumpe installiert hat. Und wir sind sehr zufrieden. Die neue Heizung funktioniert sogar besser. Weil dieses Haus größer ist als unser Berliner Beispiel, ist die Wärmepumpe sogar größer, muss zwei Heizkreisläufe versorgen. Aber sie war wirklich viel billiger als in Deutschland. Wir haben staatliche Hilfe 2.500 Euro bekommen. Die Anlage hat knapp 18.000 Euro gekostet. So haben wir 18.000 minus die Förderung bezahlt, für uns also gut 15.000 Euro. Ausbau der alten Heizung, Einbau einer Wärmepumpe für insgesamt 18.000 Euro. Also fast den halben Preis wie in Deutschland. All inclusive. Wir zeigen dem französischen Installateur die Preise, die seine deutschen Kollegen verlangen. Er wundert sich. Oh ja, das ist viel teurer. Und die Angebote hier lassen keine Leistungen erkennen, die diese Preisdifferenz rechtfertigen. Ich sollte in Deutschland arbeiten, um für so eine Anlage so viel zu verdienen, ja. Und Frankreich ist keine Ausnahme. In Großbritannien gibt es den Anbieter Octopus. In YouTube-Videos präsentiert der Firmengründer das Schulungszentrum für seine Monteure. Dort stehen auch Wärmepumpen deutscher Hersteller. Und vor allem die britische Firma Octopus hat seine Tochter in Deutschland, baut bei uns die gleichen Geräte ein wie in ihrer britischen Heimat. Allerdings zu extrem unterschiedlichen Preisen. In Großbritannien wirbt Octopus Energy für den Einbau von Wärmepumpen ab 500 Pfund. Plus staatlicher Förderung sind das 9.000 Euro komplett. Bei uns wirbt Octopus mit höchstmöglicher staatlicher Förderung und einem Endkundenpreis von rund 7.500 Euro. Das sind in Deutschland insgesamt mindestens 24.500 Euro, 2,5-mal teurer als in Großbritannien. Für unser Berliner Haus wollte Octopus sogar mehr als 30.000 Euro. Und die Experten können sich das nicht erklären, denn die Wärmepumpen selbst kosten in Deutschland kaum mehr als im Ausland.
Wenn ich eine Wärmepumpe nehme, wie die LG, die von Stiftung Warentest mit gut beurteilt worden ist, kostet die unter 7.000 Euro im Netz mit Innenmodul. Das heißt, mit Material, mit Speicher liege ich bei 8.500 Euro. Warum also kostet dann die pure Montage des Geräts bei uns mehr als 20.000 Euro extra? Der Verband der Heizungsinstallateure verweist auf Lohnkosten, bürokratische Auflagen, technische Anforderungen und Normen. Octopus erklärt, Häuser in Großbritannien sind einfacher und standardisierter, was den Einbau der Wärmepumpe deutlich vereinfacht. Es sind auch weniger Vorschriften einzuhalten. Anbieter Enpal schreibt uns, Kunden wären schlecht beraten, nur billig zu kaufen. Aus Verbrauchersicht wichtiger ist es, einen verlässlichen Anbieter zu wählen, der auch in 10 Jahren noch hier ist. Aber muss die pure Montage in deutschen Heizungskellern den Umbau wirklich so viel teurer machen? Genau dort, wo die alte Ölheizung steht, könnte künftig die Inneneinheit der Wärmepumpe stehen. Daran müssen die 3, maximal 4 hier schon vorhandenen Leitungen für Heizung und Warmwasser angeschlossen werden. Kein Hexenwerk. Ganz einfach. Draußen wird der Monoblock hingesteckt. Dafür müssen ein paar Fundamente gemacht werden, was kein großer Aufwand ist. Wanddurchbruch, Leitungen zur Inneneinheit, die sind vorgefertigt, klick, klack. Ich würde sagen, 1 bis maximal 2 Tage, wenn man ein gut eingespieltes Team hat für die eigentliche Montage. Spezielle Vorschriften gibt es eigentlich nur beim elektrischen Anschluss. Mehr Aufwand in Deutschland, vielleicht 1.000 Euro. Und der Rest? Noch einmal am Fraunhofer-Institut in Freiburg. Marek Miara ist auch im Vorstand des Europäischen Verbandes für Wärmepumpen. Welchen Preis hält er für realistisch? Wenn wir so einen Normalfall, einfache Anlagen, einfaches Haus nehmen und davon ausgehen, dass eine gute Wärmepumpe ungefähr 10.000 Euro kostet und genauso viel kostet dann eine Installation, dann ist das wahrscheinlich nicht zu wenig gedacht, dann liegen wir dann am Ende bei 20.000. Die Firma 1,5 Grad hat einen super schicken Showroom, wollte für unser Reihenhaus auch mehr als 30.000 Euro. Sie bietet Komplettlösungen mit KI-Steuerung und fast konkurrenzlos günstigem Strompreis. Ihre Anlagen sind daher etwas teurer. Aber, Überraschung, der Firmengründer meint, es ginge natürlich auch billiger. Ich würde sagen, ein Preis für 20.000 Euro ist absolut möglich, auch heute schon. Bei uns wäre das auch möglich, solange wir keine Subinstallateure einsetzen müssen. Das heißt, wenn der Fachkräftemangel uns zwingt, noch mit weiteren Subbetrieben zusammenzuarbeiten, treibt es den Preis. Wenn er Installateure sucht, die für seine Firma Wärmepumpen montieren, bekäme er keine billigeren Angebote, einfach weil es zu wenige Installateure gibt, die das können. Und wenn Sie zu wenig Fachkräfte haben, dann passiert ganz natürlich ein Flaschenhalseffekt. Und der Flaschenhalseffekt ist, heißt, diese Handwerker nehmen Aufträge an, auch aufgrund der hohen Förderung, die für sie wirtschaftlich attraktiver sind. Und dieser Effekt, den sehen wir gerade im Markt und der hängt auch mit der Förderung zusammen. Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde für seine Heizungspolitik scharf angegriffen mit teilweise eindeutig falschen Argumenten. So hat er sein Gesetz entschärft, aber extrem hohe Förderungen gestartet. Nirgendwo gibt es mehr Zuschuss, vor allem nur bei uns umso mehr, je teurer die Anlage wird. Wenn ich eine Förderung habe, die prozentual gezahlt wird, das heißt, wenn ich mehr Geld ausgebe, kriege ich mehr Geld, habe ich natürlich einen Anreiz, höhere Kosten zu erzeugen. Und das macht keinen großen Sinn, denn in Ländern wie Großbritannien, wie Frankreich, habe ich eine Festpreisförderung. Das heißt, ich kriege eine Summe, egal was die Pumpe kostet, und damit habe ich einen Druck auf den Markt. Druck auf sinkende Preise durch weniger Förderung, davon wollte das Wirtschaftsministerium nichts wissen. Aber wir haben aktuell eine Studie beauftragt, in der das Thema Kosten von Wärmepumpen untersucht wird. Für mehr als 30.000 Euro nach Förderung gut 15.000 wird hier keine Wärmepumpe installiert. Dabei gäbe es Millionen von Häusern, in denen das problemlos möglich wäre. Nur die Preise dafür sind, trotz oder eben wegen der Förderung, einfach viel zu hoch.